Einfach positiv denken. Einfach positiv denken. Ach, der will mich doch verarschen. Okay, okay. Komm, ein Sprung. Okay, einmal hier jetzt noch ran. Scheiße. Ich hasse mein Leben. Ich gehe jetzt ritzen und danach von der Klippe springen. Puh, was soll heißen? Von der Klippe springen hat natürlich auch so seine Vorzüge, ne? Also wenn man so Selbstmord begehen will, kann man sich ja entscheiden. Will ich... Ja, will ich vom Hochhaus springen? Von der Klippe? Will ich mich erhängen? Hat man zu viele Optionen, da kann man sich gar nicht entscheiden. Kann man die Entscheidung ja auch ein bisschen, ne, nach hinten verschieben. Also jetzt nicht so in Richtung Arsch hinten, sondern in Richtung später machen. Die nervige Musik tritt wieder ein. Ja. Aber dass ich den letzten Sprung danach gerade verkackt habe, das ist aber wirklich ärgerlich, ne? Egal, ich nehme das mal diesmal als Ansporn. Ich nehme das als Ansporn, hey, Mensch, kannst ja vielleicht mal was machen, kannst ja vielleicht mal was schaffen. Okay, ich krieg sowieso nicht gebacken, aber naja. Darauf wollte ich nicht hinaus. Oder doch? Heute kommt alles raus, alle Mysterien werden verraten. Er heißt gar nicht Günther. So. What? Ich sollte mal bei jedem Sprung eigentlich so einen Soundeffekt immer einfügen. What? Oh, ich sollte natürlich dann auch springen. Moment. Komm mal, ich will sprinten. What? 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 Wow, wow, wow. So ein bisschen so die Mario-Sounds. Und wenn man schon von 8-Bit-Sachen spricht, dann kommt auch 8-Bit-Musik. Praktisch. Obwohl das, glaube ich, 16-Bit ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das müsste eigentlich 16-Bit sein. Ja. Was, du hast Ahnung davon? Nö, habe ich nicht. War auch geraten. Aber es klingt ja 16-Bit. Ich kann mal hier oben ja noch eine Fackel platzieren. Okay, platziere ich hier ein bisschen mittiger. Also in der Mitte. Echt! So, dann sieht man auch ein bisschen mehr und das hilft uns. Bald bekommen wir Kraft aus Grayskull. Bei der Macht von Grayskull. Ich bin He-Man. Mann! Oh, ich habe auch so ein Helium geschluckt. Ich will doch einfach nur da oben rauf. Ey, das hier ist kein Wunschkonzert. Vor allem Wunschkonzert. Wunderschön habe ich das gemacht. Ja, wunderschön ist das. Come on. So. Bam. 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 Fuck. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass Bam hilft, ne? Aber nö. Dann war mal so eine Konzentrationsphase, mich ein bisschen an Apple erinnert hat, wegen Bam und Tommy und so ein Quatsch, aber das hilft ja alles nicht. Wieso nicht? Sagt mit X, sag mal wohl nix. Boah, was mich auch immer aufregt, das liest man und sieht man leider viel zu häufig, dass Wichser mit X geschrieben wird. Wichser wird nicht mit X geschrieben. Es wird mit L, L. Ja, Wichser wird mit L. Obwohl, wird sogar mit L geschrieben, ganz am Ende. Aha. Jetzt habe ich mich gleich doppelt ausgetrickst. Wichser wird mit CHS geschrieben, anstatt mit X oder Doppel-X. Merkt euch das! Jetzt werde ich ganz, ganz wütend! Und traurig. Ich will aber!
Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Nein! So klingt übrigens Dirty Talk. Oh, der Mond geht gerade auf. Die Sonne ist dadurch logischerweise von untergegangen. Wow. Ich bringe hier echt beeindruckende Fakten an den Tag. Und damit schließt sich der Kreis, weil wir wieder zu Fakten gekommen sind. So. Ach Gott, ich habe auch vor einer Stunde angekündigt, dass ich ein Stück trinken will, ne? Aber ich habe hier natürlich auch so total professionelle LPs. Ich gehe mal ab und zu weg und hole eine Zeitschrift oder... Ach, was... Ich trinke einen Schluck mal zwischendurch. Okay, ein Schluck trinken ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Vor allen Dingen, wenn man schon seit... wie lange? Ja, keine Ahnung. Seit... Lass mich gerade rechnen. 15 plus 20, 35 Minuten lang quatscht. Ist das natürlich schon so ein bisschen hinderlich. Und dann so das tat mir im Mund halt, ey, dieses... Wo sich dann so ein bisschen mal, ja, ihr wisst schon, wie ein alter Mann anhört. Eigentlich bin ich auch schon über 80, das merkt ihr nur nicht, weil ich eben halt mich sehr gut angepasst habe. In meinem jugendlichen Slang. Und dann war ich ein bisschen in der Disse und hab ein bisschen gerockt. Gerockt wie Rocky Balboa. Oder Rocky. Von SpongeBob. Los, Rocky! Ah. Bei der Map hier kriegt man langsam so... Müsst ihr euch mein Gehirn vorstellen? Also eine Erdnuss. Und die platzt so langsam. So richtig so... Einfach mal weg. Das macht die Map mit mir. Und ihr lasst das auch noch zu. So. Ich finde es übrigens immer schön, wenn ich runterfalle. Dann fühlt man sich ein paar Sekunden lang schwerelos. Naja, Sekunden vielleicht nicht, aber ein paar Millisekunden. Im freien Fall fühlt man sich doch schwerelos, oder? Wie war das? Da war doch was, ne? Ach, scheiße. Man muss natürlich erstmal nur in die Schwerelosigkeit kommen. Also ich meine jetzt nicht, sondern so mit Springen, wenn man runterfällt oder so, sondern ich meine jetzt ins Weltall. Da gibt es ja auch ganz, 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 ganz viele Projekte und Privatfirmen mittlerweile auch, die sich darum kümmern, Passanten, / Touristen, ins Weltall zu bringen. Finde ich sehr interessant. Also das muss man ja wirklich sagen, das ist höchst spektakulär und geil. Stell dir vor, ihr könnt irgendwann auf dem Mond sein, so wie bei Futurama. Das wäre doch mal awesome. Awesome! Oder es wäre Legend. Wait for it! Derry. Los, come on. Jetzt schaffen wir das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Yay. Komm, die Reggae-Musik hilft uns dabei. Komm, bei dem Gott von Reggae, dem Bob. Voll der Bob, ey. Bob Marley ist voll der Bob. Es ist so ein Bob, der malt immer, ey. Nein! Boah, jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen und das will ich gar nicht. Ja, liebe Leute, ich will auch nicht hier die ganze Zeit fett stecken. Wobei wir wieder zurück zu den Fetten gekommen sind. Aber die sind ja im letzten oder vorletzten Part erst erschienen, ne? Und da kann sich wahrscheinlich keiner von euch mehr dran erinnern. Super, das ist immer so eine kleine, ja, Diskrepanz. Man kann schlecht was erwähnen, was man am Anfang der Aufnahme gesagt hat. Weil eben, also die Zeitspanne für mich ist da vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber für euch ist die dann ja 3-4 Tage, ne? Das ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes. Und dann kann ich natürlich nicht verlangen, dass ihr euch daran erinnert, was ich vor 3-4 Tagen gesagt habe. Oder kann ich? Keine Ahnung. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt schaffen.
bin auch wieder heute ein bisschen abgedreht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie ruhig, aber abgedreht. Das ist doch schön, oder? Ruhig sein und abgedreht. Das ist cool. Das ist die Definition von cool. Nein. Bei cool, ne, müsst ihr mal im Duden nachgucken. Bei cool ist einfach nur ein Bild von mir. Boah, der Witz ist schon so alt, ey. Aber immer noch gut. Wieso falle ich denn immer runter? Ich will das nicht. Halt, stopp. Mein Körper gehört mir. Und wenn du das willst, dann will ich nicht. Und ob hier bist und nicht. Wir kennen den Andreas doch alle. Ich tue das übrigens, also sie... Hier. Ich tue das übrigens voll für die Leute leid, die im richtigen Leben Andreas heißen. Weil die werden dann ja immer mit Halt, stopp! Halt, stopp! Angepöbelt, das ist doch... Das ist doch nicht nett. Das ist doch gemein und fies. Und wenn etwas fies und gemein ist, dann macht man das nicht. Außer es ist lustig. Wobei, ja, fast alle fiesen und gemeinen Sachen lustig sind. Darunter auch die Schadenfreude. Eigentlich ist sie fies und gemein, sich über andere Leute lustig zu machen, die sich zum Beispiel wehgetan haben oder die hingefallen sind. Aber trotzdem ist lustig. Darauf basiert viel. Upsi Pancho, Way William Johnson, um hier mal bei YouTube zu bleiben. Viral Videos, naja, zumindest ein paar. Ich weiß, es gibt dann auch hier die ganzen Katzenvideos und dann noch ein paar andere. Als Viral Videos, also als so bekannte viralen Videos. Hä, viral, das hat bestimmt was mit oral zu tun. Da gibt's ja eigentlich nur die Sparte der niedlichen Tiere, meist Katzen. Dann gibt's da ja noch die Fail-Videos, wo jemand einfach auf die Fresse fliegt oder ja, wo ein Autounfall passiert oder irgendwie so Quatsch. Und dann gibt's natürlich noch so Like a Boss oder Like a Boss Aktion. Also, ne, wo jemand so ganz cool was macht, zum Beispiel, wenn da so ein Damien Walters ein paar Saltos hintereinander macht und sowas. Das ist schon ganz cool. Oder wenn dann so ein Beatboxer ist und der dann das Mario-Theme macht. Oder natürlich gibt es natürlich auch ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel It's over 9000! Oder All your bands belong to us. Oder natürlich der, ja, ich würde mal sagen, das größte Viral-Video von 2011. Ich weiß, 2011 ist schon ein bisschen her, aber keine Ahnung. Das größte Viral-Video von 2011 ist natürlich Nyan Cat. Aber das hat man, glaube ich, schon oft genug gehört. Aber man kann nie genug davon haben. Und wir fallen immer tiefer und tiefer in den Schlund der Unzufriedenheit. Aufgrund des Levels. Habt ihr es verstanden? Wir fallen in den unendlichen Schlund. Aufgrund. Oh mein Gott! Was ist denn hier, was sagt mir denn die Zeit? Die Zeit sagt gar nichts, die sagt nur, spiel weiter. Nee, die sagt mir, dass wir jetzt, langsam uns mal verabschieden müssen. Komm noch, 5 Versuche. Alle guten Dinge sind 5, ne? Okay. Nur noch 4. Nur noch 4. Will das jetzt hier schaffen, denn ich bin so klasse. Hat sich auch voll gut gereimt hier. Ich bin natürlich ein Reimgenie, ne? Reimgenie. Genie. Nicht Genie, sondern Genie. Okay, der Versuch gerade zählt übrigens nicht. Der hier auch nicht. Komm, wir haben uns noch 3 Versuche übrig. Also 3 richtige Versuche, nicht hier so rumgedümpelt am Anfang, wie hier. So eine Scheiße, wieso schaffe ich keine 2 Sprünge hintereinander? Okay, das zählt schon. Weil ich auch so viele andere kleine verkackt habe. Jetzt habe ich noch 2 Versuche. Come on. Okay, letzter Versuch. Wünsch mir Glück. Nee.
Es war so klar, dass ich das jetzt hier übelst verkacke. Damit ich auch ja nur eine Stage und eine Aufnahme schaffe. Ne, man erinnerte sich, vor zwei Parts war es nämlich so, dass wir hier waren. Dass wir hier waren, beim I waren. Oh lol. Aber geil. Das ist für eine geile Abkürzung. Na gut. Hoffe, es hat euch gefallen. Nicht so wie dem Schwein. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Haut rein.